So, da sind wir hoffentlich wieder ohne Lags jetzt. Du hängst aber toll in deinem Thron zum Pennen. Gut, ich hoffe mal, dass wir jetzt von den Lags verschont bleiben. Ich will nämlich nicht, dass nachher wieder die gesamte... Das gesamte Video asynchron ist. So, jetzt muss ich die Buddelaufträge neu geben. Oh ja, wir sind direkt unter dem Ding des gelben Magiers. So, etwas Marmor noch. So, mal gucken, was wir hier finden. Nur wieder einen kleinen Goblin-Hort. Also eher nichts Wichtiges, Besonderes. Ah, aber von da aus können wir danach da oben graben. Ups. Die wollte ich eigentlich anders bauen. So. Oh, noch mehr Titan. Schnappe ich mir mal wieder meine Armee. Mach hier ein bisschen was tot. Oh, sehr viel mehr Titan. Sehr schön. So. Ich bin ja echt versucht, mich mit dem gelben Magier jetzt demnächst anzulegen. Da wäre etwas Turmalin, das würde ich mir so nötig haben. Gold, das haben wir auch nicht ganz so nötig. Ich schätze aber mal, hier unten ins Hauptlabor kommen wir erst später rein. Ah, aber hier könnten wir... Und nein, die Lags sind immer noch vorhanden. Hier könnten wir reinbuddeln. Und ich frage mich halt echt, ob die beiden Räume hier voneinander abgeschottet sind. Oh, und ob wir da hinten hinkommen. Da sieht es auch noch interessant aus. So. Oh.
Die beiden sind unterwegs. Du bist Level 3 bis jetzt. So, dann brauchen wir auch die Leitern hier nicht mehr. Und haben auch einen gemütlichen Schlafsaal. Und wir können hier den letzten Holzblock setzen. Und ja, wenn wir so schon dabei sind, verbessern wir mal unsere Nahrungsversorgung ein bisschen. Indem wir nicht Kürbisbeete. Also Kürbisbeete bringen 4. Echter Pfifferling bringt genauso viel wie ein Kürbisbeet. Blaubeerbeete, genau. Da hätte ich auch noch gern eins. Okay. Dich bringe ich mal in Sicherheit. Oh. Hehehe. Das war wohl ein Satz mit X. Alle Buddelarbeiten bitte abbrechen. Ihr könnt euch ruhig rumfahren. Oh, ein mutiger Soldat kommt. Der Rest trainiert lieber. Na gut, ein mutiger Soldat reicht doch aus, um die paar Goblins niederzuknüppeln. Da kommt nämlich schon der zweite mutige Soldat, um den anderen Goblin niederzuknüppeln. Und ja, ich glaube echt für... Ich glaube echt für Obsidian müsste ich noch tiefer. Wahrscheinlich hier runter. Hier ist etwas Turmalin noch. Ich könnte auch einfach Obsidian kaufen. So teuer ist Obsidian nämlich nicht. Und verkauft dafür Wagenladungen an Holz. So. Grenadier. Und noch ein Grenadier. Dann brauche ich nämlich jetzt Drachenblut und Mauerstein.
Und ja, ich kann mich über das Gold und alles hermachen. Was ich hier so finde. So, Bergarbeiter. Du levelst dann nämlich sehr schnell ab, hoffe ich mal. So, mal noch weiter nach unten. Nein, da noch nicht. Da ist nämlich Platin, was ich gerne hätte. Viel Platin sogar. Jo. Kleine Platin. Ader oder eine größere Platinader sogar. So, dann holen wir auch hier alles raus. Du hast noch ein bisschen Nahrung und Schlaf. Oh, und wir sind auf der letzten Schicht angekommen. Sehr gut. Durch das Eisen kommst du recht gut durch. Ein stinknormaler Ork-Häuptling, der ziemlich viel Titan, ein bisschen Mauerstein bewacht. Aber ja, das ist ein gutes Sprungbrett für uns. Oh, noch mehr Titan. Viel mehr Turmalin und noch mehr Eisen. Also ich würde mal sagen, das Gebiet ist reich an Bodenschätzen. Und ich würde mal sagen, ich entsende die Garnison, um den Ork-Häuptling loszuwerden. Ich glaube mal sein gesamtes Inventar. So. Gut. Ihr könnt wieder nach Hause gehen. Oder ich bringe euch einfach nach Hause. Das geht schneller. Ah, du hast Stufe 5 erreicht. Oh, und wir brauchen gar kein Gold mehr im Augenblick. Ist dann auch nicht schlimm.